bleiben. Ein Weg in Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Okay, ja. Vorsicht heiß. Wie lange bist du schon auf der Straße? Wahrheit. Ja, war ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind es jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehen. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern. Durchgeknallter Freund, sowas. Wahrheit. Nein, nichts in der Art. Stress mit dem Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt das schon. Na, sie ja nicht direkt. Kennst du irgendwo hin? Nur weil der besessen war. Familie, Freunde oder sonst irgendjemand? Nein. Ja, da gibt es schon jemanden. Ich will ihn nicht sehen, jedenfalls nicht so. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber wir können gern alles teilen. Danke. Tun wir uns mal die Hände wärmen. Nein, das wollte ich ja gar nicht. Oh, das sind noch kalte Hände. Dann tun wir es wärmen. Das ist wieder da. Hilfe, danke. Oh, sagen wir mal danke. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Kennst du die anderen? Das ist Walter da drüben. Okay, trink ein bisschen viel, aber ist es nicht. Das ist Jimmy. Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, denn der Stoff. Und die Kleine, das ist Thirsty, sie ist schwanger. Das ist super. Armes Ding. Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich. Kein großes Ding. Mit dir reden, das ist nicht interessant. Was ist denn das?
Ihr macht's ja nicht. Warum sollte ich mich ritzen? Bin ja nicht geisteskrank, bitte. Das wäre nicht ritzen gewesen. Du weißt, vielleicht willst du auch nur Aufmerksamkeit. Mädel, du bist zurück von den Toten? Halleluja, preise den Herrn. Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady. Und spricht er nichts? Hallo, sprich was. Du Chunky. Da war aber was. Links. Schau. Oh ja, schau. Ja. Aber was ist das? Vielleicht ist das was zum Holen. Also mit ihr zum... Erinnerungsschub. Zap-zarappen. Foto. Die Ergebnisse der Tests, Dan. Oh oh. Mhm. Die Mama hat's gekappt. Also ihn. Was? Gab's? Das war ja ihre Mutter. Echt? Vielleicht ist das der echte Vater. Das wäre aber billig. Das will ich nicht backen. Warum? Ich will mit ihm reden drüber. Zum Wärmen da. Ich will mit ihm sprechen, aber irgendwie geht ja nichts. Hallo, Stan. Hinsetzen muss ich, glaube ich. Na, ich gehe einfach mal raus, weil... Versuch's bitte, dass du dich hinsetzt aufs Bett. Ich habe schon alles drückt beim Vorbeigehen. X ist nochmal hinsetzt oder der rechte Dings. Nein. Ich glaube, das sind die. Das will sie gar nicht. Das sind die schlechten Einflüsse vom Geist. Oder vom Dämonen. Ja, wir haben nichts mehr zu essen. Ich muss jetzt was besorgen. Willst du sehen, wie es bei uns so läuft? Was? Willst du sehen, wie es bei uns so läuft? Ja, klar. Besorgen. Kommst du mit? Ich geh jetzt auch Essen holen, gell? Wir sehen, wie es bei mir so läuft. Mhm. Renn zum Computer, will essen. Achso, ja, stimmt, ja, genau. Ah, verdammt, Schleichwerbung. Wir brauchen etwa $5, das reicht für was Warmes. Wir besuchen uns hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Ich bin einfach Mann.
Du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Ich müsste auch Bettler sein, dann könnte ich Urgut abnehmen. Wie lange braucht man für 5 Dollar? Tja, weiß nicht, das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden oder eine Woche. Hey Stan, ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ich versuch's mal da drüben. Jetzt geht sicher was still. Irgendwas macht so. Oder mit ne, ja. Da rechts. Da. Ist aber nichts. Links. Da. Ja, also, da. Das ist das Schild. Nein, gegenüber. Der Straße. Oh, das ist das Schild. Weißt du, Zeitung hin? Nein. Jetzt hört das. Seit wann ist die Stadt so ein Ghetto? Hey, das ist doch nichts Neues. Die Wirtschaft läuft eben nicht. Manche machen halt schwere Zeiten durch. Ja, echt wahr. Dann gehe ich Miss Kübel schauen. Das geht sogar. Oh, jetzt habe ich einen Gust auf eine Pizza. Die war in der Schachtel. Trotzdem. Die hat einfach nur mal reingeschmissen. Alt, vielleicht. Naja, na, glaube ich nicht. Sie nimmt nichts in Stan mit, das ist gemein. Ich halte das nicht mehr aus. Ich will am liebsten sterben. Geh. Na, vielleicht zahn die Dreckspizza. Ist ja nicht. Du undankbares Pack. Psst. Andere Richtung. Nein, nicht, da steht wer, schau. Beim Supermarkt. Achso. Super. Ist ja kein Problem. Probieren wir es noch einmal. Arschloch. Nach links gehen. Ich wollte zum Parkplatz schauen, aber dann bitte. Da war doch nichts mehr. Ja, kannst du ums Eck schauen?